Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Seit letzter Woche sind Kommentarspalten im Online-Portal der NZZ bei den meisten Artikeln deaktiviert. Neu soll es nur noch moderierte Debatten geben. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Plattform sei immer weniger intensiv zum Miteinander zu diskutieren genutzt worden, sondern vielmehr, um sich gegenseitig hässig zu beschimpfen. Begründet die Verantwortlichen bei der NZZ das Vorgehen. Weg von freien Kommentaren hin zu betreuter Leserdebatte. Als erstes Medium in der Schweiz wagt die NZZ den konsequenten Schritt. Ist das wirklich der Weg, wo es in Zukunft hergehen soll? Das wirft Fragen auf. Unter anderem auch die, ob man das Feld wirklich räumen soll, weil ein paar laut und dumm schreien oder doch das lieber in Kauf nimmt und denen Raum und Stimme gibt, die etwas zu sagen haben. Das diskutiere ich diese Woche mit meinen Gästen. Christian Brändli, er ist Chefredakteur von der Zürich Oberland Medien, wo unter anderem auch der Zürich Oberländer und der Anzeiger von Uster sowie verschiedene wöchentliche Regionalzeitungen herausgibt und damit verbunden auch das Online-Portal zürichost.ch betreibt. Und bei uns ist auch der Vinzenz Weiss, Professor für Journalistik am Institut für angewandte Medienwissenschaft von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW. Grüezi miteinander. Gerade zum Anfang, kurz von Ihnen beiden, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie gehört haben, was die NZZ vorhat? Kapitulation vor der Masse oder einen nachvollziehbaren Entscheid, Herr Brändli? Zuerst muss ich so sagen, mich hat es eigentlich verwundert, dass die NZZ jetzt vorausgegangen ist mit diesem Schritt. Und zwar, weil ich davon ausgegangen bin, eigentlich viel mehr in der NZZ, da pflegt man einen kultivierten Austausch von den Meinungen. Und rein jetzt, ich sage jetzt auch wirklich von der Sachebene her, oder, dass dort viel eher dort diskutiert wird. Und so gesehen, denn, dass jetzt die NZZ diesen Schritt gemacht hat, hat mich grundsätzlich erstaunt. Ich finde ihn grundsätzlich zu radikal. Gut, auf das kommen wir nachher noch, Herr Weiss. Ich habe manchmal gestaunt bei der NZZ, was es dort auch für Kommentare gibt. Wir erwarten das ja nicht von so einem Medium, dass es dort Leser gibt, wo also unter der Gürtellinie auch schiessen, habe ich viel gestaunt. Wie ist das überhaupt möglich? Was macht denn da die NZZ mit solchen Kommentaren? Und als das so ein bisschen angekündigt worden ist, ist es so ein tröpfchenweise angekündigt worden, habe ich gedacht, wow, das ist noch mutig. Also die entscheiden sich jetzt tatsächlich, das ein bisschen in die Hand zu nehmen, oder? Das nicht einfach sich selber zu überlassen. Die übernehmen quasi Verantwortung und wollen hier etwas ein bisschen Gegensteuer geben. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man das ein bisschen mitsteuern könnte. Und natürlich hat es mich auch erstaunt, wie der Herr Brändli sagt, recht radikal, oder? Also quasi runterfahren auf null, mit drei Debatten ein bisschen starten. Ich habe aber verstanden, dass das, glaube ich, schon gut ist. Es braucht eine ganz neue Kultur, oder? Und das ist auch gar nicht schlecht, einmal wieder eine blanke Wand, oder? Von null starten und vielleicht auch sogar mit dem Publikum zusammen so eine neue Kultur zu entwickeln. Also moderierte Diskussionen zu handverlesenen Themen, die vorgegeben sind, ist das dann das neue Zaubermittel? Man muss einfach sehen, es haben ja alle Verlage haben Probleme mit diesen Kommentaren, vor allem dann, wenn es sehr viele Kommentare sind. Man muss sich auch vorstellen, dass das eigentlich gelesen werden muss. Also die wenigsten lesen das, unter uns gesagt. Man muss jetzt die Medienschaffenden fragen. Wenn das 300, 500 Kommentare sind pro Tag zu einem Artikel und da gibt es viele andere, die ein Autor schreibt, dann kommt das nicht mehr zum richtigen Lesen. Ich meine, sich mit dem auseinandersetzen. Also alle haben ein bisschen das Problem, oder? Und ich denke dann schon, dass es verschiedene Strategien könnte geben, oder? Verschiedenste Möglichkeiten, vielleicht kommen wir auf das noch, was es da gibt. Eine davon ist jetzt die, dass man sich entscheiden kann, wir wollen qualifizierte Diskussionen. Und wenn ich im Rössli eine Versammlung mache und die Leute einladen, kommen, diskutieren, sage ich auch nicht. Und jetzt diskutieren alle miteinander zusammen, oder? Und der, der am lautesten schreit, den hören wir am besten. Nein, da erwarten wir auch alle, dass dort irgendwie ein Podium ist. Dann wird zuerst vielleicht mal ein Referat gehalten. Und dann gibt es eine Diskussion. Man fragt, wer möchte sich einschalten vom Publikum. Das gibt dann eine Diskussion, wo man sich auch gegenseitig zuhören kann, sich vielleicht auch respektieren. Wenn sich jemand unter der Gürtellinie verhält, dann werden die Leute murren und vielleicht sagen, raus. Also, das ist halt eine ähnliche Kultur, wie man sich jetzt offenbar bei der NZZ wünscht.
Bleibt dann, Sie haben vorher gesagt, radikal, überrascht, bleibt dann der eigentliche Dialog mit der Leserschaft so nicht ein Stück weit auf der Strecke? Mal, ich glaube schon, vor allem, ich habe das Gefühl, es wird im eigentlichen Medium, nämlich einem Online-Portal, nicht gerecht. Wir haben, also wenn wir bei den verschiedenen Medien schauen, dann habe ich das Gefühl, dort gibt es unterschiedliche Medien oder Gesprächskulturen, oder? Und da ist es halt einfach bei einem Online-Kanal ist ja so, dass der Leser, die Leserin unmittelbar direkt, wenn ihm etwas in die Nase sticht, er dann halt auch das Bedürfnis verspürt, jetzt dort dann auch können, dann seinen Kommentar abzugeben, oder? Und mit so einem gesteuerten... Also wenn ich Sie da unterbrechen darf, also das ist ein anderes Vorgehen, als wenn ich hersitze und einen Leserbrief schreibe und euch den schicke. Ganz genau. Mhm. Also eben dort ist wahrscheinlich viel reflektierter jetzt auch von der Person, die den einreicht. Oder? Während das andere ist eben impulsiv. Und ich glaube eben nicht, dass eine so eine moderierte Diskussion dann nachher eigentlich das Gleiche bewirkt. Weil dann sind wir tatsächlich, glaube ich, wieder einer in dieser Situation, wo Sie gerade gesagt haben, in einem Podium, meinetwegen, wo wir Gesprächsrunde nachher haben, wo sich dann Einzelne zu Wort meldet. Es traut sich dann nämlich auch ganz viel nicht, weil es einfach ein grosses Publikum hat. Darum schweigen sie. Da ist natürlich auch noch etwas anderes beim Online. Da hocke ich zu Hause oder am Arbeitsplatz und schreibe dort schnell meinen Kommentar drin. Oder? Das ist natürlich viel weniger, die Hürde ist natürlich viel weniger gross. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem, natürlich, was das Niveau dann anbelangt. Oder? Das ist also interessant, was der Brändli jetzt beschreibt. Das ist kein Dialog. Und ihr habt nach dem Dialog gefragt. Also wenn ich einfach mich ein bisschen empören und dann als 315. auch denken, jetzt will ich da auch noch meinen Senf dazugeben. Empören. Sie können ja positiv etwas schreiben. Natürlich, die Möglichkeit gäbe es auch. Ja, aber das ist ja das, was jetzt bei der NZZ ein bisschen gestört hat, wenn man ihnen zulässt, sagen sie, dass sie das gestört hat, dass das nicht konstruktiv sei. Wenn das ein Dialog wäre, oder, was sich da wie selber von davon organisieren, indem man einfach auftut, dann wäre das ja schön. Aber die Beobachtung machen wir ja nicht. Also, da gibt es ja sehr viele Studien dazu, die das ein bisschen genauer anschauen. Inwiefern ist das diskursiv? Also inwiefern gehen denn die Kommentatoren auf Voten, die vorher gemacht worden sind, oder vor allem auf einen Artikel, oder? Das wäre ja schön, gehen sie ein. Vielmals ist es dann so, dass das abdriftet, dass wir plötzlich in eine ganz andere Richtung gibt es da irgendwelche Gruppen, die miteinander streiten und es ist eben kein Dialog mehr. Und ich glaube, es wäre eigentlich die Funktion des Journalismus tatsächlich, so etwas wie einen Dialog mit dem Publikum zu entstehen. Und wenn man da einfach das quasi offen lässt und eben die Möglichkeit gibt, dass man auch noch aus dem Schlafzimmer raus einfach auch noch einfach sein Senf dazugibt, ohne dass ich den anderen angehört habe, ohne dass ich gewisse Regeln vielleicht befolge, ohne dass ich auch auf Augenhöhe diskutiere oder auch respektiere, was der andere gesagt hat, so kann kein Dialog entstehen. Und ich glaube, man muss sich Gedanken machen, wie könnte jetzt ein Medium da ein bisschen mitsteuern, eine Verantwortung übernehmen, und eine Möglichkeit ist, das Ganze zu reduzieren. Dann hat man auch die Ressourcen, um mal Erfahrungen, oder? Wir haben ja die Erfahrung vom Dialog gar nicht. Niemand weiß ja eigentlich, wie so ein Dialog müsste zustande kommen, weil wir haben keinen, nie. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, vielleicht einmal im Kleinen anzufangen, probieren, so eine Kultur vom Dialog auf diesen Kanälen auch zu führen. Herr Brändli, bei euch ist die Hürde momentan noch nicht so wahnsinnig hoch. Ihr lasst die Kommentare noch zu auf zürichost.ch. Sie haben gesagt, es ist auch gut, dass alle Ideen mitmachen und niemand das Gefühl hat, da tue ich mich jetzt schaurig exponieren und dann eben vielleicht seine Meinung nicht kundtut. Schauen wir, dass das im Alltag an. Mit was für Herausforderungen sind denn ihr jetzt tagtäglich konfrontiert? Mit quasi so einem offenen Portal. Lauter böse Posts. Nein, also ich muss vielleicht natürlich zuerst auch vorausschicken, bei uns ist rein quantitativ natürlich ganz eine andere Menge, die da reinkommt. Aber wir reden, die können auch böse und kässig sein, oder? Absolut. Aber, Sepp, muss ich auch sagen, also wir haben natürlich voraus gewisse Hürden in dem Sinn, dass die Kommentare abgeben wollen, die müssen sich mindestens mal dann eigentlich eingeschrieben haben. Klar, jetzt kann ich dort immer noch ein falsches Profil hinterlegen oder so, das ich auch nicht direkt kontrollieren kann. Aber das ist schon mal eine erste Hürde. Das zweite konkret jetzt beim Vorgehen, also wir bei uns, die Kommentare, die gehen nachher gerade online, aber werden... Also ich schreibe es, zack, sind sie da. Die gehen nachher rauf, genau. Aber wir gehen die kontrollieren, so, ich sage jetzt, 2-4 Stunden so, oder? Dass wir durchgehen, gehen strählen und wir können die ganz dran nehmen, wenn die eben jetzt gegen Seiten und Anstand irgendwie dann würden verstoßen. Oder wir können auch bloß Teile einfach daraus dann streichen, da war
Und jetzt auch abgebrochen, weniger als natürlich jetzt vielleicht bei der NZZ. Wie viel Mal kommt das vor, dass Sie wirklich einen oben abnehmen oder redigieren? Ja, ich würde sagen, es sollte jeder vierte so, oder? Kann man grob etwas sagen, oder? Also wo man mindestens mal muss sagen, halt, eben, in dem Moment, wo es irgendein Schlötterling drin hat oder so, dann nachher nehme ich den halt einfach raus. Können wir noch über den Schlötterling reden? Also was liegt denn überhaupt drin? Was ist denn der Schlötterling? Wer bestimmt, was der Schlötterling ist? Ihr? Auf eurem Portal? Ja, letztlich. Ja. Letztlich schon. Wir haben ja schon in unseren AGB, in den Staaten beispielsweise, was das eben gehörig ist und was das nicht gehörig ist. Aber da hat es Interpretationsspielraum. Und ich glaube, wichtig ist für mich dort, dass man unterscheidet zwischen der Sachebene und wenn es um Personen geht. Oder? Wenn's bei der Sachebene habe ich das Gefühl, da darf man ruhig eben etwas mal schnell als Blödsinn, als Seich bezeichnen. Einfach aus der persönlichen Perspektive heraus. Wenn es hingegen auf die Person geht und dann ein Arschloch oder so irgendetwas da reinkommt, das liegt nicht drin. Oder? Wie reagieren, ich komme gerade heraus, wie reagieren dann jetzt die Leute zum Beispiel, wenn sie entweder einen Kommentar ganz wegnehmen oder zum Teil gewisse Passagen streichen oder rauslöschen? Haben Sie da Reaktionen drauf? Es gibt schon Reaktionen. Also, es kommt auch darauf an, wir haben auch viele Schreiber, viele Kommentiere oder so. Oder? Die wissen dann ungefähr schon, was nicht geht. Und da gibt es aber schon auch die anderen, die dann nachher melden, halt, warum eben bin ich jetzt da quasi ja, zensuriert worden. Oder? Warum hat man mir etwas weggestrichen? Und dann nachher, obwohl, man muss aufpassen jetzt, also wir sagen ja eigentlich grundsätzlich, wir führen damals keine Diskussionen, oder? Aber in so einer, also keine Diskussion wegen, was wir jetzt bringen und was wir nicht bringen, dann nachher. Aber in solchen Situationen tun wir eigentlich schon auch, dann nachher mindestens eine Erklärung dazu geben, warum das wir jetzt... Aber das findet dann hinter den Kulissen statt, das sehen hinter, wir alle, richtig, die dran schauen, jawohl, nicht. Genau. Okay. Also, ich glaube, es ist auch noch wichtig, dass man ein bisschen den Überblick hat und unterscheidet. Es gibt schon eben Medien, die natürlich unheimlich vielseitige Kommentare haben. Und jetzt im Beispiel von Herrn Brändli hat er selber gesagt, ist das wenig der Fall. Ich bin mal ein bisschen auf die Webseite. Da gibt es zum Beispiel bei Winterthur auch Berichte zur An-Nur-Moschee. Kein Kommentar, nichts. Das sind in der Regel auch SDA-Meldungen, die man dort sieht. Da gibt es überhaupt keine Reaktionen. Aber gerade das Thema hat ja unheimlich gezündet und da hat es auf anderen Plattformen wahnsinnig starke, auch gehässige, auch rassistische Äußerungen gegeben. Also je nachdem, in welcher Situation ich bin als Medium, habe ich natürlich eine andere Herausforderung. Und ich denke schon, dass wenn ich jetzt ein Medium bin, wo sehr viel Traffic hat und eine sehr grosse Community hat, zum Beispiel jetzt einen Blick am Abend oder auch 20 Minuten, dann ist es natürlich schon gleich mal gefährlich, wie gerade zu solchen Themen, wenn dort einfach Post abgeht und wenn ich dann alle 4 Stunden mal würde reinschauen. Ich nehme jetzt mal an, das machen die so nicht. Ich weiss es nicht genau, wie sie es machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Roboter mal kontrollieren. Da gibt es Algorithmen, also der Computer, die schauen, kommen gewisse Begriffe vor. Wenn die vorkommen, dann wird das gesperrt, sowieso. Da könnte man schon nach Zensur, von Zensur auch dort reden. Und dann denke ich auch, dass dann einzelne Zuständige halt die Kommentare regelmässig ein bisschen anschauen. Das sind aber meistens nicht Leute, die sich selber mit dem Artikel beschäftigt haben. Das sind Freelancer, die man billig zahlen muss, vielleicht in Hongkong sitzen bei gewissen Medien und die dann schauen, was da für Kommentare in der Nacht auch noch reinkommen. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn ich Leute habe, die nicht vom Thema eine Ahnung haben. Oder wenn es jetzt um die Armee geht, zum Beispiel, Armeereform oder so, bei der NZZ. Und dann gibt es gehässige Kommentare, oder? Dann ist es natürlich schon wichtig, dass dort eine Sachverständigung zum Beispiel sich einbringen und mitmoderieren und kontrolliert. Gibt es dort Fake News? Gibt es dort falsche Aussagen? Ist das vielleicht allenfalls gefährlich, was dort entsteht, weil es in eine ganz falsche Richtung geht? Und wenn das Medium nichts dazu sagt, dann hat man ja das Gefühl, das sei im Sinn vom Medium. Das stimmt ja eigentlich alles. Ihr erwartet doch eigentlich immer noch von einem Medium, dass es auch dort Verantwortung übernimmt in den Kommentarspalten. Erwartet Sie? Ja. Das Medium als Kontrollorgan, das erwartet Sie in so einem Moment, wo Sie einen Kommentar schreiben? Ja. Nein, als Nutzer, ja. Das erwartet Sie?
Ich sehe es jetzt mal ein bisschen theoretisch. Oder? Das Publikum ist ein Teil von diesem Journalismus. Der Journalismus produziert eigentlich Publikum, das die Anschlusskommunikation vollzieht, das fängt an zu kommunizieren. Also gehört das, was das Publikum damit macht, vor allem auf der Plattform, zum Journalismus. Er hat also die Verantwortung von dem, was dort passiert. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich nehme mich da raus, das sind halt alles Leute, die keine Ahnung haben und da kommen irgendwelche gesteuerten, von Interessen geleitende Mails rein, sondern muss eigentlich, und das würde ich wirklich in Pflicht das Medium muss auch schauen, ob das verantwortungsvoll zu und her geht auf diesem Kanal. Und wenn das so ist, dann kann ich nicht alle zwei Tage mal kontrollieren. Gut, also dann muss ich wahrscheinlich Ressourcen zusammennehmen, Leute nehmen, die sachverständig sind und die sich das ein bisschen genauer anschauen. Es gibt keinen anderen Weg. Schauen wir die Verantwortung doch mal an. Also jetzt könnte ich ja sagen, ist ja ganz klar ersichtlich, das hat der XY geschrieben und nicht das Medium selber. Jetzt der Herr Weiss sagt, das ist ganz klar, da hat das Medium eine Verantwortung. Wie sieht denn das bei euch überhaupt aus, wenn jetzt so etwas kommt, wo ich sage jetzt jenseits ist, rassistisch ist oder gegen so Sitten und Anstand verstoßt? Wo liegt denn eure Verantwortung? Da kann man nicht sagen, ja, das habe ja nicht ich geschrieben, sondern sind die verantwortlich, was da drauf kommt? Also erstens, wir können natürlich schon auch sagen, grundsätzlich sei jeder selber verantwortlich. Real ist es aber so, dass wir als Unternehmen, als Kanal, als Transporteur natürlich auch behaftet werden für das, was dann nachher bei uns läuft. Also insofern trägt, auch wenn es nicht von uns rausgegeben worden ist. Oder? Weil wir dann nachher mitgeholfen haben, um das dann nachher an das Publikum zu tragen. Oder? Und von dem her, das gehe ich überein. Also dort sind wir absolut in der Verantwortung als Medien, dass wir auch diesen Inhalt kontrollieren. Also wie viele Algorithmen kontrollieren bei euch und wie viele sitzen in Hongkong? Können wir das jetzt da ja, machen? Bei uns ist es ein Online-Team, die Redaktion. Der Newsline dann nachher führt, der hat eben den Auftrag dann auch, dass er eben all die 2-4 Stunden so dann nachher mal reingeht. Gute Kommentare dann noch kontrollieren. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, es ist gar nicht ganz so weit. Es ist, glaube ich, nicht Hongkong oder so. Aber es ist häufiger schon so, jetzt, wenn man von den grossen Portalen redet, oder 20 Minuten oder so, die haben auch zum Teil eigene Community-Teams. Zum Teil bestehen die dann schon auch aus Freischaffenden oder Studenten, die, das ist klar, die können nicht inhaltlich dann noch mitdiskutieren oder überhaupt dort kontrollieren, stimmt die Aussage, die da gemacht wird, oder ist das einfach eine falsche Behauptung? Was aber könnt kontrollieren, ist eben, jetzt einfach sagen, Beleidigungen rausnehmen dort Blockade setzen. Das ist schon richtig. Aber auch das ist schon ein breites Spektrum. Ab wann beleidigt man? Ich bin schon manchmal beleidigt worden, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Jetzt auf gewissen Plattformen. Gut, aber da kommen wir vielleicht noch zum Thema Kritikfähigkeit, oder? Also wenn man sich dem aussetzt, oder, also jetzt auch ein Reporter, der zu einem bestimmten Thema etwas schreibt, auch eine Meinung drin gibt. Die NZZ hat das begründet, wir werden zunehmend als Systempresse oder Propagandaschleuder betitelt und weniger auf inhaltliche Fehler aufmerksam gemacht, was sie sich offenbar würden wünschen. Jetzt können wir sagen, ist das nicht einfach ein bisschen dünnhütig? Sie haben gesagt, ja, ich poste, sie sind auf allen Social-Media-Plattformen aktiv. Da hören sie auch mal, die Meinung finde ich jetzt ein Zeichen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, mit dem muss man ein Stück weit leben, nicht? Ja. Also Meinungen, ganz klar, Meinungen wünschen wir uns ja möglichst viel auch, oder einen Austausch von interessanten Meinungen, die einem inspirieren. Gut, und aber sie sind beleidigt. Ist etwas, ja, was anderes. Ist denn beleidigt? Wenn jemand wann sagt, sie ja, sich eben der Professor von der Zürcher Hochschule, hat der ist so gekauft, oder der ist vom Staat gezahlt, also muss er ja quasi alles, was staatlich ist, legitimieren, das ist ja kein Wissenschaftler, so Sachen höre ich ständig. Oder? Und dann, was macht das mit Ihnen? Ja, da fühle ich mich natürlich sehr ungerecht behandelt. Oder? Und reagieren. Ich wollte jetzt nur sagen, es gibt auch hier Spannweite. Es ist nicht klar, ab wann ist eine Beleidigung, würde ich sagen. Und da ist es auch dort schwierig. Ich glaube, das muss man lernen als Redakteur. Vielleicht reicht der Student eben gleich nicht. Als Redakteur muss ich ein Sensorium dafür haben. Was ist eine Beleidigung? Wann kommen da Fake News, die sich für selbstständig und wir schauen einfach zu, wie sich die für selbstständig und plötzlich zur Wahrheit oder alternativen Fakten werden. Oder? Ich denke, da braucht es manchmal schon ein bisschen Sachverstand. Und das ist wichtig, als das Medium sagt, wir übernehmen da die Verantwortung. Gerade die heiklen Themen, würde ich sagen. Also, Sie sagen, und schauen das sogar die Redaktionen.
Ja, ja, natürlich. Nicht, also nicht, ja, einfach nicht einfach Chefetage, sondern die Redaktionen. Nicht, also es wäre natürlich am besten, wenn der Redakteur selber, der den Artikel jetzt über die Armeereform von mir aus geschrieben hat, wenn der da reinschaut, oder? Und dann, wenn er das Gefühl hat, jetzt geht das in eine falsche Richtung, da tun sich jetzt alternative Fakten für Selbstständige, werden sozusagen zur Wahrheit, dann wäre es gut, wenn er würde sagen, ja, Moment mal, es gibt doch hier die und die Fakten, die ich dem gegenüberstellen will. Oder ein bisschen moderieren, wie die jetzt das bei uns auch machen. Gut, oder? Aber sie würden jetzt nicht gelten lassen, dass quasi Kritikfähigkeit halt an einem sehr, sehr dünnen Ort ist. Darum macht man das jetzt einfach, weil die Redaktoren sich auch nicht mit dem Ganzen auseinandersetzen. Nein, also das Klischee kann man natürlich haben von der NZZ. Ja, also das ist ein bisschen eine erhobene Community. Sie dort sagen, das ist ein Vorurteil. Das könnte ein Vorurteil sein. Mhm. Ich weiss es ja letztlich nicht. Aber was man auch, wir müssen natürlich schon vor uns vergegenwärtigen. Es geht gegenwärtig unheimlich zu und her bei den Medien. Es gibt einen grossen Vorwurf von der Lügenpresse, oder vom Mainstream, wo ja schon auch zum Teil seine Berechtigung hat, würde also, ich sogar sagen. Wenn man jetzt Wahlen anschaut in den USA, dann muss man, die Medien schauen nicht richtig her, die sehen, die leben in einer eigenen Welt, die sind selber in einer Filterbubble. Das ist tatsächlich so. Und vielleicht ist man da, nicht in der Lügenpresse. Ja, es geht ein bisschen einher miteinander, dunkt es mir. Und jetzt ist natürlich schon noch heikel, oder? Jetzt in dem Moment kommt ein NZZ und sagt so, und jetzt machen wir doch ein bisschen dicht, oder? Jetzt tun wir das einfach kontrollieren, steuern. Das ist wahnsinnig gefährlich, was sie eigentlich machen, oder? Jetzt haben natürlich diejenigen, die finden, das ist ja alles ein Klüngel, oder? Das ist alles ein Mainstream. Die kommen natürlich jetzt Auftrieb über, weil sie könnten sagen, ja, typisch, da sieht man es ja, jetzt tun sie noch viel mehr kontrollieren. Was natürlich so, meines Erachtens, nicht stimmt. Ich rede ja mit diesen Leuten auch. Aber das Gleiche tut sich jetzt auch verselbstständigen. Es ist eine unheimlich schwierige Zeit, in der wir darin leben. Herr Brändli, vielleicht noch aus der ganzen, aus dieser ganzen Diskussion. Also, Sie haben das vorher auch schon gebracht, dass manchmal dann der Vorwurf kommt, ja, jetzt tun wir uns zensurieren. Mhm. Also, ist das aus Ihrer Sicht eine Form von Zensur, wenn mir ein Medium vorlegt, okay, über diese drei Themen können wir jetzt diskutieren? Und über das Vierte eben nicht. Und das, was du schreibst, geht bis daher und weiter geht es nicht, weil das tun wir nicht veröffentlichen. Ist das für Sie, wie würden Sie das betiteln? Ja, da würde ich jetzt überhaupt nicht als Zensur betiteln, sondern da geht es jetzt um die Sache. Man konzentriert sich auf Themen. Ich meine, das ist gleich wie, eben, wenn ich an einem Podium über die Unternehmenssteuerreform, wenn ich so eins leite und dann kommt plötzlich einer und kommt mit der Einwanderung oder was auch immer, dann muss ich sagen, stopp. Gehört nicht da an, das ist jetzt wirklich nicht das Thema, oder? Sondern wir fokussieren uns auf das. Und so sehe ich jetzt das schon auch, oder? Man muss auch sehen, das ist ja ein journalistischer Entscheid, auch immer, oder? Auch wenn ihr einen Artikel schreibt, dann dürft ihr auswählen, welche Perspektiven, welche Meinungen machen sich jetzt gut in diesem Artikel, dass das eine gute Geschichte wird, die man auch verstehen kann. Und dort dürft ihr auch nicht alles zulassen und auch nicht der, der am lütischen Schrei kommt, unbedingt am Artikel am meisten Platz über, sondern vielleicht auch interessant, die etwas anderes hat. Und beim Leserbrief ist ja genau das Gleiche, der lädt ja auch nicht jeden Leserbrief zu. Also auch dort übernehmen die Verantwortung. Das muss ein bisschen vielfältig sein, auch die interessanteren Stimmen müssen genauso viel Platz haben, vielleicht wie der 13. der organisierten Interessen. Und warum nicht auch in der Online-Kommentarspalte journalistisch denken? Was sind interessante Themen, was sind interessante Debatten, als einfach alles öffnen? Ich sehe, der Zensurvorwurf ist ein völlig falscher da an diesem Platz, weil der Entscheid, journalistische Entscheid, der braucht es nach wie vor. Ja. Ich habe bloß gerade vorne erst etwas aufnehmen, was natürlich eigentlich schon wichtig ist. Und wenn man jetzt so abklemmt, oder? Die Kommentare abklemmt. Für uns sind so Kommentare auch immer eine Informationsquelle, bei allem. Also, wir nehmen die nicht jetzt gerade für bare Münze, sondern müssen dann nachher schauen, ist an dem Vorwurf, von meinetwegen jetzt da plötzlich, oder deren Entgegnung, wo dort hinten dann nachher kommt, ist da etwas dran? Und dann nachher gibt das für uns eigentlich indirekt den Anlass wieder, dass wir natürlich nachhaken. Also ein Zuhören. Ein Zuhören und ein Aufnehmen. Und letztlich natürlich auch wieder ein Abklären, also das journalistische Vorgehen, das dann nachher kommt. Also, da haben wir jetzt einen Vorwurf, der erhoben wird. Und jetzt tun wir dann nachher meinetwegen die Behörden mit dem Vorwurf konfrontieren. Was ist an dem dran? Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, ihr kämpft, also vor allem mit den Printmedien, mit einem schwindenden Werbemarkt. Es gibt verschiedene Plattformen, die online halt eine Paywall haben, wo es nicht mehr einfach gratis verfügbar ist. Jetzt tut man das, ich sage jetzt einmal, einschränken oder abklemmen. Also da kann man sich ja dann nicht wundern,
über die schwindende Aufmerksamkeit. Oder? Auf der anderen Seite. Also ist es ein unternehmerisches Risiko, ist ein Stück weit dabei, oder? Ja, ja, klar. Also, im Nachgang jetzt zu dem Schritt von der NZZ, von NZZ Online, hat es ja auch so verschiedene Stimmen gegeben von verschiedenen Online-Medien. Mhm. Oder? Und dort hat es schon auch geheißen, ja, wir brauchen eben das, jetzt die Kommentare nicht bloß einfach, um bei uns Klicks zu generieren, weil Klicks das ist normalerweise in der Online-Welt halt Währung, oder? Sondern eben, wir möchten das eigentlich auch gerne steuern. Ich weiß nicht, wie weit das ehrlich ist. Also, weil wir, ja, logischerweise, also, indem dass man zum Teil auch kontroverse Themen bringt, oder, möchten wir natürlich das Publikum haben und möchten tatsächlich auch, dass eigentlich Reaktionen in Form von Kommentaren nachher kommen. Oder? Mhm. Die also, haben sie natürlich nicht, wenn sie sie gerade einfach vornherein abklemmen. Oder? Genau, die habe ich nicht. Also von dem her ist es auch sehr mutig von der NZZ. Natürlich kann man sagen, je mehr Traffic, je mehr Leute das dort kommen und sich aufhalten und sich vielleicht auch ein bisschen aufregen und dranbleiben, je besser für die Plattform, umso länger sind die Leute dort. Oder? Also durchaus auch ein kommerzielles Interesse, dass die Leute dort sind. Auf der anderen Seite aber dann schlechte Diskurs oder gar keine. Oder? Einfach nur Bashing zum Teil. Und etwas, wo niemandem etwas nützt. Also dort haben wir eine Gratwanderung. Und was dir vorhin gesagt hat, Herr Brändli, wir können jetzt meinen, bei der NZZ wäre es dann nicht mehr möglich, dass die Redaktion etwas lehrt, weil sie auf Fehler aufmerksam gemacht worden ist, weil sie ja sehr viele Kommentare abklemmt. Das ist aber nicht so. Man kann natürlich auch bei der NZZ einen Feedback-Knopf drücken. Wenn ich Artikel auch sonst neu lese, kann ich das Feedback geben und darauf aufmerksam machen, dass das nicht stimmt. Oder ich kann neue Themen eingeben, das darf man vielleicht auch noch sagen. Die NZZ organisiert der Dialog jetzt auch so, dass ich sage, kommt mit euch ein Thema jetzt, keine Zensur. Also wenn euch etwas Neues den Schuh drückt, und das kann auch Flüchtlingsdebatte sein, oder? Dann könnt ihr diese Themen vorschlagen. Alle sehen, was da vorgeschlagen worden ist. Und ich bin sicher, der Medienjournalist von Tamedia oder von der AZ Media, wenn die sehen, da kommen immer wieder die gleichen Themen vor und die NZZ hat den Mut, nicht die Themen anzulängen, dann hat das gefundenes Fressen. Also das würde sich auch wieder selber regulieren. Ich glaube, dadurch, dass man die Kommentare ein bisschen zurück buchstabieren, ist die Möglichkeit vom Feedback geben, auf Fehler hinweisen, ist nicht automatisch dann auch geschlossen. Das aber die Hürde ist höher. Möglich. Die Hürde ist höher, oder? Ja, aber wisst ihr, die müssen auch noch den Hinweis im 315. Kommentar finden, oder? Im 315. Kommentar sagt, aber ich mache sie darauf aufmerksam, es gibt eine Studie in den USA, die sagt das Gegenteil. Dann müsste das ja noch jemand lesen. Gut, da gibt es natürlich unterschiedliche, wie soll ich sagen, Ebenen. Also bei uns jetzt hat man die Möglichkeit, Fehler melden, ja. Den Knopf, ja. Oder? Der ist natürlich das ist eigentlich, das sind interessante Formen. Wo eigentlich, gut, da kann man sagen, da geht es um Orthographie, ja, gibt es Rückmeldungen. Aber es gibt natürlich durchaus auch Inhalt, oder? Mhm. Und das bleibt im Hintergrund, der geht nicht raus. Mhm. Und das andere ist dann die Kommentarfunktion, wo dann nachher rausgeht, oder? Also dort hat man schon die Möglichkeit, um tatsächlich zu steuern oder so. Das ist noch nicht nur, ob es der Konsument, der Leser dann nachher checkt, war das jetzt muss bei Fehler melden, genau, abliefern und war nicht. Jetzt im ganzen, in der ganzen Diskussion, seit das jetzt passiert ist letzte Woche, ist auch immer wieder die Frage, was ist zuerst gewesen, oder? Was ist der Grund für die, sag jetzt mal, nicht hohe Qualität in dieser Kommentarspalte? Sind das die Kässigen, die dort schreiben, oder sind die eben die Folge davon, zum Beispiel vom Artikel oder von der Meinung, die vertreten wird? Also ich habe mehr das Gefühl, da hängt jetzt auch wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, wegen der Medien oder wegen Medium dann nachher zusammen. Wenn man schaut, jetzt war gerade wegen Social Media dafür eine Welt eigentlich gewachsen ist und wie auch die Jungen dann dran hin. Man kann Like, Dislike abgeben, oder? Also da ist ganz eine andere Haltung. Man muss eben sofort rausgehen und ich glaube, das ist es, was eben da spielt, oder? Wo halt einfach drin reinkommst. Früher waren die Leute, glaube ich, zurückgehaltener gewesen. Einfach. Und jetzt mit diesen neuen digitalen Kanälen haben wir dort die Möglichkeit. Also da habe ich schon schnell eine Frage. Vielleicht ziele ich auch gerade auf Ihre Antwort ab. Sie haben das vorher schon ein paar Mal angesprochen. Es ist eine Ressourcengeschichte. Aber wenn man jetzt schaut, wo es hergeht, oder? Also wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben die verschiedenen Online-Plattformen, müssen wir dann nicht sagen, ja gut, dann müsst ihr eure Ressourcen vielleicht auch verlegen in eine andere Richtung und können jetzt nicht sagen, jetzt klemmen wir die Kommentarspalten ab, aber haben dafür qualitativ schöne Berichte. Also wenn sie in diese Richtung geht natürlich. Und die Leute das wollen,
momentan scheint es das zu wählen, dann müsste man vielleicht sagen, hey, statt wir sagen, wir haben zu wenig Ressourcen, Ressourcen verlegen. Ja, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das hat auch die NZZ erkannt, dass das eine ganz neue Dimension ist. Die Beteiligung vom Publikum am journalistischen Prozess ist durch die Digitalisierung jetzt erst so richtig möglich geworden. Und da hat es durchaus auch Leute, die auf Augenhöhe kommunizieren können. Natürlich, natürlich. Die wollen wir ja gerne. Mhm. Oder? Und jetzt denke ich auch, jetzt müssen sich die Medien überlegen, wo gehen wir mit unseren Ressourcen her? Oder? Tun wir nochmal den 17. Beitrag zum gleichen Thema ein bisschen weiter recherchieren? Oder sagen wir doch, das reicht jetzt einmal und jetzt probieren wir in der Publikumsbeteiligung mehr zu investieren. Das heisst auch, ich muss Personal haben, ich muss die Leute ausbilden. Wie tut man eigentlich so einen Dialog moderieren? Oder? Das ist etwas, wo man noch keine Erfahrung damit hat. Ich denke, das muss in die Richtung gehen, weil es so wichtig ist. Und bitte versteht mich richtig, es ist sehr wichtig, dass man das Publikum beteiligen lässt. Aber man muss wahrscheinlich selektionieren, man muss bündeln, man muss sagen, da kann das stattfinden und da ist es nicht mehr möglich. Wir alle wünschten uns natürlich für alle Beiträge so eine Moderation. Oder? Bei allen Geschichten, die die NZZ und den Tagi und 20 Minuten anbieten, wünscht man sich natürlich so einen Dialog. Es ist aber ein Ressourcenproblem, das heisst, es geht nicht, ohne dass man vielleicht noch jemand anders etwas wegnimmt. Und dann kommt noch dazu, die Medien haben alle ein Ressourcenproblem. Die Finanzierung bricht ja weg, die Werbewirtschaft geht die neuen anders her. Und das kommt jetzt gerade in einer Zeit, wird aber wo die Leserschaft immer wertvoller und dass man die an sich bindet, oder? Ja, wenn dann die Leserschaft bereit wäre, zu zahlen, ja, oder? Ja, dann kommt natürlich was dazu, oder? Und dort haben alle Portale, also meine, wir haben ja auch jetzt mit Zürich Ost im April eigentlich Bezahlpflicht eingeführt, oder? Das ist noch speziell für ein regionales Medium, dann noch jetzt auch. Und dort hast du natürlich gemerkt, zuerst geht mal einfach Zugriff tief runter oder so und dann fängst du wieder aufbauen, oder? Und ja, Ressourcenprobleme, also das wäre, glaube ich, ein Traum, wenn man meint, irgendein Medienunternehmen könnte jetzt da dann noch plötzlich für solche Diskussionen plötzlich ganz viele Ressourcen abstellen. Gut, also weil wir sind unter dem Druck, also alle Medienhäuser sind unter dem Druck, es muss gespart werden und dann ist immer eine Frage, wo habe ich den grössten Ertrag, also ist es doch vielleicht eher beim Recherchieren grundsätzlich, weil das ist der Hauptteil vom Publikum erwartet das und nicht unbedingt, dass ich mit ihnen den Dialog dann noch führen kann. Gut, also wir sind am Schluss von unserer Sendung. Oh. Wir haben den ersten Eindruck gehabt. Wir haben sicher nicht die letzte Diskussion zu dem Thema geführt. Herr Brändli, Herr Weiss, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Danke Ihnen. Merci. No Comment. Die NZZ schafft ihre Kommentarspalten ab. Diskutiert haben der Chefredakteur von der Zürcher Oberlandmedien, Christian Brändli, und der Journalistikprofessor Vinzenz Weiss. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den neuesten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch